In seiner Pressekonferenz präsentierte Abgeordneter Hannes Weninger das Personenkomitee für seine Wiederwahl in den Nationalrat. Sie werden sich sicherlich fragen, was war der Beweggrund für die Gründung und die Initiative dieses Personenkomitees. Hannes Weninger hat sich in den letzten Jahren durch drei Besonderheiten ausgezeichnet. Einerseits durch seine politische Kompetenz, zweitens durch seine Verlässlichkeit und drittens, und Sie werden dann auch noch andere Detaillierungen dazu folgend hören, vor allem durch seine Bürgernähe während der gesamten Legislaturperiode. Ich bin dem Magister Schweiger und der Isabella Selsack sehr dankbar für diese Idee und dass man hier ein Komitee macht aus Wählerinnen und Wählern, die bereit sind, im Wahlkampf auch aktiv zu sein. Und ich denke mal, dieses bereits jetzt vorhandene Bild ist ein sehr buntes und zeigt den Querschnitt. Die SPÖ ist auch eine Bürgerpartei mit einer sehr starken Breite. Und das zeigt sich. Ich bin sehr stolz, dass viele junge Leute dabei sind, aber auch Menschen aus der Wirtschaft, aus der Kultur. Und ich glaube, das ist eine tolle Plattform. Wir haben die Sympathieaktion für Hannes Weninger im Mai mit einer Serie von Wandzeitungen und Foldern gestartet, unter dem Motto Gemeinsam, Chancen, Zukunft und Sicherheit. Wir haben in dieser ersten Phase bereits fast 1000 Personen, die ihre schriftliche Unterstützungserklärung abgegeben haben. Wir sind überzeugt, dass die Beliebtheitsskala sehr hoch ist. Und was Sie angesprochen haben, das möchte ich besonders auch hervorheben. Dieser repräsentative Querschnitt, den Hannes Weninger lebt, wollen wir auch in unserem Personenkomitee. Und die Betonung liegt bei uns, ein Komitee von allen, für alle in der Form und nicht unbedingt, wie es bei anderen Personenkomitees mit einigen wenigen Aushängeschildern im Vordergrund zu stehen. Es ist ganz in meinem Sinn, dass man eine breite Aktion macht, wo wirklich jeder Mann und jede Frau eingeladen wird, in diesem Personenkomitee mitzuwirken. Mir persönlich macht der Wahlkampf total Spaß. Ja. Das ist so die Möglichkeit, auch offen zu sagen, wofür man eintritt, da nicht irgendwie zurückhaltend herumlaviert, sondern auf die Menschen zuzugehen und sagen, 5 Jahre eine relativ erfolgreiche Arbeit im Parlament, auch für die Interessen des Bezirks, jetzt bitte ich um Unterstützung. Was rechnen Sie sich für Chancen aus bei der Wahl? Wir hoffen natürlich mit unserem Spitzenkandidaten in diesem Wahlkreis, Hannes Weninger, entsprechend das Ergebnis zu halten, wenn nicht sogar auszubauen, wobei natürlich durch die vermehrte Konkurrenz von einer Vielzahl von Mitbewerberinnen und Mitbewerbern das ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen ist. Aber wie Sie gesagt haben, Hannes Weninger ist ein Politiker zum Angreifen und ein Politiker von allen für alle.